die Welt noch jung war, wurden die alten Drachen von den Göttern auserwählt, das Gleichgewicht zu wahren. Die göttliche Ordnung missachtend, schürten finstere Mächte Verrat und Zwietracht. Drachen, erfüllt von Neid und Gier, ließen die Welt und ihre Völker entflammen. Und nur unter großen Opfern konnten die alten Drachen die Ordnung stets wieder richten. Nach der letzten Schlacht zogen sich die Elfen aus den Ruinen ihrer brennenden Städte in die Auen und Wälder zurück, endlich Frieden zu finden, jenseits aller Gier nach Macht. Den Verrat der Drachen konnten die Zwerge nie vergeben. In ihnen lodert das Feuer der Schlacht noch immer. Drachen gleich welcher Art betrachten sie als ihre größten Feinde. Aus der Asche vergangener Reiche stieg das junge Volk der Menschen empor. Es verdankt dem Eingreifen der alten Drachen das Aufblühen seiner Kultur und verehrt sie als Hüter des Gleichgewichts der Welt. Doch die alten Wächter sind längst vergangen. Und die Völker ahnen nicht, was mein Auge sieht. Wieder schüren finstere Mächte Verrat und Zwietracht. Doch meine Kraft schwindet. Und viel bleibt zu tun. Glut des Berges, forme dich! Gleißendem Stein, dem Helden zu dienen, den Feind zu besiegen. Ja, willkommen zu meinem ersten Let's Play Blind. In dem Fall geht es um Drakensang, wie man eben schon eindrucksvoll gesehen hat. Ja, Blind ist für mich so, ich habe von diesem Spiel noch nie ein Video gesehen, beziehungsweise das Ganze noch nie gespielt oder zugeguckt. Also ich habe wirklich keine Ahnung von dem Spiel. Als Beispiel, was weiß ich, Oblivion habe ich immer mal zugeguckt, da habe ich einmal das Tutorial gespielt, das kann ich nicht mehr blind spielen. Naja, ist ja wurscht erstmal. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich neues Spiel klicke. Die Einstellungen lassen wir einfach mal so, wie sie sind. Sei mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind es, in denen ich mich an dich wende. Viel ist in den letzten Jahren geschehen. Ich habe mich in Dinge verstrickt, die kaum mehr zu entwirren sind. Um dies zu bewerkstelligen, brauche ich dringend jemanden von außerhalb. Ein unbekanntes Gesicht. Mein Haus befindet sich am Praiosplatz in Ferdok, gegenüber dem Tempel. Ich weiß, ich kann auf deine Hilfe zählen. Möge Aves dich auf deinem Weg geleiten. Dein alter Freund Ardo. Sollte ich nicht anwesend sein, wird mein Hausverwalter dir sagen können, wo du mich finden kannst. Ganz praktisch, wenn so Sachen jetzt öfter vorgelesen werden, muss ich gar nicht so viel lesen. Uff, was machen wir denn? Also erstmal, Spielername generieren. Ah. Nee, den Namen werde ich schon selber. Nein. Was nehmen wir denn als Namen? Ah ja, ich habe eine Idee.
mein allererstes Let's Play, der Hauptheld. So. Bogenschützen mag ich nicht, Soldaten. Was haben denn Soldaten? Wir nehmen den Krieger. Soldat ist mir jetzt relativ. Der hat Malus Wissen. Das, ich glaube, Malus bedeutet Nachteil, oder? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Wir nehmen den Krieger und, ach so, da kann man. Ach so. Kampfmagier, Heilmagier, Scharlatan. Streuner, Einbrecher, Dieb. Element. Ach so. Oh, Mann. Pirat. Oh Mann. Söldner. Amazone? Nein. Nein, wir nehmen einfach einen Söldner. Was ist denn ein Sapeur? Ein Sapeur gehört zu den vielseitigsten Söldnern überhaupt. Er ist mit dem Umgang von Hiebwaffen aller Art vertraut und versteht sich darauf, allerlei nützliche Gegenstände zu schmieden. Charakteristisch für ihn sind lange Lederschürze und darunter Kettenhemd, wie eine zweite Haut getragen wird. Bonus Schmieden, Malus Fernkampf. Söldner. Ja, ich nehme einen Söldner. Komm, so einen richtig kräftigen Krieger. Der zwergische Söldner zeichnet sich durch seine Liebe zum Kampf und einem gut eingetragenen Kettenhemd aus. Ja, die bevorzugte Waffen dieses ruppigen Zeitgenossen sind einfache Hiebwaffen. Zusammen mit einem Schild. Er ist hervorragend ausgebildet und ein furchtloser und fürchterlicher Kämpfer. Zu fürchtender Kämpfer. Mut, Klugheit, Institution, Charisma, Fingerfertigkeit. Bla bla bla. Expertenmodus wahrscheinlich selber erstellen. Ich mach das mal nicht. Die Quest Einladung eines alten Freundes wird aktualisiert. Willkommen in der Welt Aventuriens. Auf deinen Reisen wirst du vielen Personen begegnen, die sich um mehr oder weniger große Gefallen bitten. Das Heldenleben bringt es mit sich, dass sich nach und nach viele Aufträge und Informationen ansammeln. Um dabei den Überblick zu behalten, hast du ein Questbuch bei dir, in dem du alle Anweisungen aufgeschrieben und jederzeit nachlesbar sind. Neue Informationen aus Gesprächen oder das Erledigen eines Auftrags ändern jeweils die Einträge im Questbuch. Alle Änderungen werden durch das Aufleuchten des Buchsymbols angezeigt. Über neuen Questen? Na okay. Wirst du zusätzlich durch einen Hinweistext informiert. Okay. Quest. Einladung eines alten Freundes. Mein alter Freund und Mentor Ardo von Everstamm hat mich in diesem Brief gebeten, ihn sobald wie irgend möglich in Ferdok aufzusuchen. Freilich habe ich sofort meine 7 Sachen gepackt und mich auf den Weg zu ihm gemacht. Ja, dann. Wuchtschlag. Okay, laufen. Freies Laufen. Hinlaufen, hä? Kann man schwimmen? Nein. C? C ist Charakter. Ha. Der Charakterbogen zeigt dir alle spielrelevanten Werte eines Helden im linken Bereich. Ach, keine weiteren Tutorials anzeigen. Wir werden das schon irgendwie rausfinden. So, Dolche, Fechtwaffen, Hiebwaffen. Okay, Attacke-Basis, Parade-Basis, Fernkampf-Basis. Also alles. Was ist das? Werte steigern. Geht nicht, ich habe keine Punkte.
oder? Naja. So. Ah, Moment, was war der Rest? Das ist das Inventar. Was haben wir denn da? Streitaxt, Messer. Aha. Einfacher Verband. Holzschild, Holzschild. Wunderbar. Quest sagt eine Dukate und Brief. Talente. Betören. Etikette. Feilschen. Menschenkenntnis. Minus 2. Gut. Überreden 0. Mhm. Schmieden 1. Okay. Minus 2 im Schleichen. Ja gut, mit einem Kettenhemd. Selbstbeherrschung 4. Zwergennase. So. Kampftalente. Moment, das waren... Also, Dolche 5, Hiebwaffen 10, Parade, Attacke wahrscheinlich. Okay. Sonderfertigkeiten, Nahkampf, Wuchtschlag. Okay, Rüstungsgewöhnung. Ach so, ja, weil liebt eingetragene Kettenhemden und kämpft mit Schild. Zauber, keine Sprüche vorhanden. Rezeptbuch, keine Anleitung verfügbar. Okay, kann man denn dann auch springen? Was war jetzt das? Eine Karte. Kriege ich mit Leertaste? Nein. Mit Leertaste mache ich Pause. Womit habe ich dann jetzt die Karte? Naja, okay. Oh. Fürstentum Kotsch. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Haltet ein. Ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Gibt es da ein Problem? Ich bin weit gereist und möchte noch vor Sonnenuntergang in Ferdog ankommen. Und ob es eins gibt. Erst kommt die Verstärkung nicht und nun ist auch noch Ferdog abgeriegelt. Und das, obwohl schlimmste Mordproben diese Gegend unsicher machen. Würde zu gern wissen, was da los ist. Zurzeit erhalten nur hohe Würdenträger und Reisende mit guten Leumund ein Passierschein. Das mag ja alles sein, aber ich muss wirklich dringendst nach Ferdog. Würde diese Einladung des Markgrafen von Eberstamm ausreichen, um einen Passierschein zu erlangen? Ein angesehener Mann, aber ohne zwei direkte Fürsprecher habt ihr beim alten Nandor keine Aussicht auf Erfolg. Er ist der Zöllner, der auf dem Wachposten zu bewachen hat. Es unterliegt allein seiner Verantwortung, wer eine Weiterreise nach Ferdog angenehmigt bekommt. Frag nur, könnt ihr mir vielleicht nennen... wer könnte als Leumund in Frage kommen? Vielleicht schon. Da kam vor einiger Zeit so ein alter Zausel vorbei. Brimborium. Brimborium? Oder Randorium oder so ähnlich. Er hatte zwei junge Burschen im Schlepp, die dümmer waren als Selema Sauerteig. Trotzdem hat er irgendwie einen bedeutsamen Eindruck gemacht. Wichtig dahergeredet hat er auch. Vielleicht kann er euch helfen. Warum soll es mir ausgerechnet dieser Kerl helfen können? Und wo finde ich ihn? Ich muss mich mit den Stimmen noch entscheiden. Naja, er hatte einen Wisch aus... Gareth dabei, von höchster Stelle und so weiter. Auf jeden Fall ist er weiter zum scharfen Schwert, dem hiesigen Gasthaus. Wenn er nicht schon weitergereist ist, müsstet ihr ihn eigentlich dort antreffen. Danke, Feldwebel. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich mache mich gleich auf den Weg zum scharfen Schwert. Kann ich nicht irgendwie die Kamera drehen? Mit Rechtsklick halten. Was haben wir denn da? Na. Seit einiger Zeit nehmen Raubdürfwelle in Kosch zu. Okay, den kann ich nicht. Raus da. So. Ja.
Na gut, dann einfach weiter die Straße lang. Wen haben wir denn da? Mann, Mann, das hakt aber. Reisender Kesselrich. Die Hesidik, große Festlichkeit zur 10. Ausrufung der Drachenquest. Ich kann mich gar nicht an das letzte Mal erinnern. Alles klar. Was drehe ich denn da immer? Oh, Questbuch hat sich aktualisiert. Finde 2 Fürsprecher. Fertig ist abgerichtet. Nur hohe Würdenträger und Reisende mit gutem Leumund bekommen zurzeit einen Passierschein. Ich muss also einen Weg finden, vom hiesigen Zöllner nach Ferdok durchgelassen zu werden. Laut dem Feldwebel brauche ich dazu 2 wichtige Fürsprecher, die mir das Vertrauen aussprechen. Sonst war die ganze Reise vergebens. Na okay. Holzfass. Was haben wir denn da? Helles Ferdocker und 2x Gundelmond-Tee. Okay, was ist denn hier? Ah, ins Zelt kann ich also nicht. Wen haben wir denn da? Gardist? Oh, Videosequenz. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr bestohlen wurdet, aber mir sind die Hände gebunden. Aber es ist ein altes Erbstück. Und ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ich würde ja gern, aber ich habe strikte Befehle. Unverschämtheit. Immerhin steht hier keine dahergelaufene Schankmagd vor euch, sondern meine Schwester Salina, die Gauklerkönigin. Spielt euch hier nicht so auf, kleiner Mann. Ich gehe und erstatte Feldwebel Erland Bericht. Aber nur der Dame zuliebe. Ach, dann bieten wir dir doch mal unsere Dienste an. Ja, bitte. Ah, gut aussehen tut sie ja. Ja, bitte. Ich bin Maxim und auf der Durchreise nach Ferdok. Ich habe zufällig euer Gespräch mit der Wache. Ah, nehmen wir das erste. Ach, dann wisst ihr ja, dass ich bestohlen wurde. Ein wertvolles Diadem war es, ein Familienerbstück. Ja, genau. Hast du irgendeinen Verdacht? Es war wohl... Sag es doch einfach, Schwesterchen. Drandor war es. Dein geliebter Drandor. Schade, dass sie die Stimmen nicht haben. Ja, aber der Mund bewegt sich. Habe ich da irgendeinen Fehler oder so? Du alte Wetterkrähe, halte dich gefälligst aus meinen Angelegenheiten heraus. Wenn du nur immer schön auf mich hören würdest, dann hättest du weniger Probleme im Leben. Hört endlich auf damit, das ist nicht zum Aushalten. Wenn ihr schon dazwischen klappern müsst, dann verratet mir lieber, wie ich nach Ferdok komme. Ignoriert dieses lästige Frettchen einfach. Auch wenn Drandor in den Diebstahl verwickelt ist, glaube ich nicht, dass es seine Idee war. Bitte findet meinen Geliebten für mich. Als Gegenleistung werde ich euch nachhelfen, nach Ferdok zu gelangen. Ja, okay, erstmal nicht in Frage stellen. Sucht nach Runkel Börsenhauer. Das ist ein alter Freund von Drandor. Ich halte zwar nicht viel von ihm, aber vielleicht kann er euch mehr erzählen. Mich würden nicht wundern, wenn er diese Dieberei ausgeheckt hat. Ja, okay. Dann haben wir den Labor. Alchemistin. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Okay. Kann ich aber nicht. Fähigkeit lernen, oder? Nein. Steigerungspunkt benötigt. Dann zeig mal dein Angebot. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Okay, lassen wir das erstmal.
Aha, mit Mausrad kann ich... Oh, oh, Holzfass. Kann ich ranzoomen. Fellfetzen und rostige Nägel. Ist doch das Genialste überhaupt. Das kann jeder gebrauchen. Ich kann denen auch nichts zu essen klauen. So, wen sollte ich nochmal finden? Drandor. Runkel Börsenhauer. Ah, Holzfässer. Rostige Nägel, die kann man immer mal gebrauchen. Ein Heller und zwei Eibären. Runkel Börsenhauer. Was? Wer seid ihr in Fexens Namen? Wer auch immer Fexen ist. Versteckt ihr euch vor jemanden? Ich will und brauche zwei. Könnt ihr mir... Mein Name ist Maxim. Ich suche Insel... Nein, das... Was macht... Versteckt ihr euch vor jemanden? Ich? Aber nicht doch. Ich bin Naturkundler und halte nach goldenen Gänsen Ausschau. Gassenwissen. Aha, Bruder in Fexes Geist, wie? Dann gehört er ja zu uns. Ha. Hat mich begleitet, sein Name ist Drandor, aber er ist vor einiger Zeit verschwunden. Nun mache ich mir große Sorgen um ihn und unsere Aufgabe. Auftrag? Was für ein Auftrag? Da muss ich schon wieder zugeben, dass ich Drandor wieder für die Suche... Ich und Drandor wollten den Debuskin in Ferdok beitreten. Es geht um eine Art Aufnahmeprüfung, deswegen sind wir eigentlich hier. Ich verstehe, vielleicht kann ich euch ja helfen. Was genau sind die Aufgaben? Das würdet ihr wirklich tun? Also gut, hört zu, es sind insgesamt drei Aufgaben. Doch ihr müsst über besonders Fingergeschick verfügen, das ich nicht habe. Deshalb bin ich hier in Drandor hergekommen, denn er ist der geborene Langfinger. Nun zu den Aufgaben. Es sind wie gesagt derer drei, aber kennen tue ich nur die erste. Sie wird uns zu folgenden beiden führen. Sie lautet, finde die Truhe bei Aves Schrein und bemächtige dich ihres Inhalts. Fingerfertigkeit? Ich zerschlag die Truhe einfach. Da oben Fexe schreien. Was kann ich für euch tun? Ach so, jetzt hat er sogar. Ich würde so gerne sehen, was ihr so anzubieten habt.
Verband. Ah, okay. Hier kann ich also Heilzeug nachholen. Okay. Truhe, verschlossen. Ja, egal. Hau drauf. Ach. Glücksbringer, Hella. Ein Heller und zwei Bolzen und ein Heller und ein Gulmanblatt. Rostige Nägel und was haben wir noch? Also die lagern hier ziemlich viel in Kisten. Ein bisschen den Eindruck. Egal, erstmal auf die Hauptstraße zurück. Na komm. Lauf! Lauf! Oh Mann. An allem sind doch die Ackerbolz mit ihrem Köter, der andauernd bellt. Bevor die gekommen sind, war es hier noch ruhig. Wo geht's denn lang? Oh Mann, muss ich jetzt hier komplett rum? Tut mir leid, aber eine junge Dame alleine in den Dunkelwald zu schicken, kann ich mir nicht aufs Gewissen laden. Das hört sich auch schon wieder nach Arbeit an. Was haben wir denn da drin? Mein Gott, ich kann mich hier ja bald betrinken mit dem ganzen Bier, was ich da finde. Moment, kann ich das Huhn etwa... Nein, ich dachte schon. So, in dem Fass muss ja was richtig Gutes drin sein, dass es so geschützt ist. Messer, wow. So, und Holzfass nehmen, zwei Heller, einen Schleifstein und ein Einbeerensaft. Was haben wir hier? 9 Heller, Bärenfalle und 3 Heller. Moment, C war das, ne? Inventar, was habe ich denn jetzt an Gold? 2 Heller, ein Silbertaler und eine Dukate. 12 Gewicht. Ah. Oh Mann. Da reingehen kann ich auch nicht. Nein. Offenbar nicht. So. Hier sind doch bestimmt auch Fässer oder sowas drin. Moment, war das ein Hund oder ein Wolf? Wachhund Wolfi. Kommt mir der Hund etwa hinterher oder was? So. Holzfass. Ein Heller und 3 Einbeeren. Warum kann ich die Schweine nicht umbringen? Würselkraut, warum kann ich das nicht aufnehmen? Naja, okay.
Kleines Tor, Moment mal. Ey. Greift mich jetzt der Hund an, das wär's ja. Mach das auf. Wolfi, was machst du denn für einen Lärm? Ist da etwa jemand? Ihr da, aber sofort aus mit euch. Ich will meine Ruhe. Interessant. Na, okay. Was haben wir denn da? Hulana. Zum Boah. Kenner, das ist. Die ist ja gut gelaunt. Hm. Ach so, das war die, die gerade in die Höhle wollte. Der wollte ja nicht den Ding sagen. Ich kann nicht umhin, eure Unterhaltung mit dem Wirt mitzubekommen und wollte euch meine Hilfe anbieten. Hilfe? Ich? Eine Tochter Kerums braucht niemals Hilfe, merkt euch das. Aber ich dachte, ihr hättet Hilfe bei der Suche nach einem Bären. Ihr bräuchtet Hilfe bei der Suche nach einem Bären. Pah, ich langweile mich nur, weil es nicht weiter nach Ferdok geht. Als ich hörte, dass hier ein wilder Bär auf den Dörfler losgeht, dachte ich mir, das wäre eine schöne Herausforderung, ein netter Zeitvertreib. Oh Mann, eine Amazone, ja? Wenn ihr euch derart langweilt, ich habe vor, in den Dunkelwald zu ziehen. Ich bin sicher, dort wird es nicht an Herausforderungen mangeln. Bei Rondros Schwert, wieso eigentlich nicht? Bevor ich diesen Jämmerling von einem Wirt noch weiter ertragen muss. Also gut, ich bin dabei. Yeah, dann ist es beschlossen, lasst uns aufbrechen. Entschuldigt, wenn ich euch störe, wo ihr schon nach Herausforderungen sucht. Jäger Kautzenstein im Dunkelwald hat sich schon seit einiger Zeit nicht mehr im Dorf blicken lassen. Könnt ihr nicht nach ihm sehen? Kein Problem, wird gemacht. Ich nehme die Sache in die Hand. Cool. Mal schauen, wie bist du denn drauf? Also, was hast du denn? Inventar. Oh nein, eine Bogenschützen. Hm? Ja, okay. Ach, ein Haumesser. Ja, okay, trotzdem. Die hat auch ein bisschen Geld. So, Inventar. Talente. Selbstbeherrschung. Oh, die ist ja noch besser. So, betören hat die nichts. Menschenkenntnis minus 2. Überreden minus 2. Alles klar. Tierkunde, Pflanzenkunde, Wildnisleben. Heilkunde, Wunden. Hm. Kampftalente. Dolche, Hiebwaffen. Hm. Bogen. Okay. Sonderfertigkeiten. Wuchtschlag. Gezielter Schuss. Wie auch immer man die einsetzt. Keine Sprüche vorhanden. Alchemie, Schmieden, Bogen. Okay. Also nichts. So. Dann nehmen wir wieder ihn und du kommst hinterher. Obwohl, können wir hier noch irgendwen... Moment. Der sieht aus wie einer... Also jetzt hakt's aber. Seid gegrüßt. Ihr kommt mir wie gerufen. Kommt und trinkt einen Humpen Bier mit dem Armen. Ihr könntet mir einen Dienst erweisen. Woran habt ihr denn gedacht? Ich bin reisender Händler und habe irgendwo auf dem Weg von Ferdok ein kleines Päckchen verloren. Es wiegt nicht mehr als ein paar Hühnereier. Ich gebe euch 4 glitzernde Silbertaler, wenn ihr es für mich wiederfindet. Was ist denn in dem Päckchen? Nun, es handelt sich um etwas Pfeifenkraut. Ihr zahlt für Tabak 4 Silbertaler. Es ist meine Lieblingssorte, ohne die ich keinen Genuss mehr auf Aventurien empfinden kann. Synoder Goldblatt. Also der lausige Wald trunkener Knaster schmeckt dagegen, als würde man Kienenspäne kauen. Ich glaube euch nicht, Gallo. Was ist wirklich in dem Päckchen? In Ordnung, man kann euch nichts vormachen. Ich handle mit Delikatessen. In dem Päckchen sind ein paar kondierte Koschammernzunge, das Schmuckstück meines Warensortiments. Euer Wort in Praios Ohr. Gallo, ich habe den Eindruck, ihr wollt mich übervorteilen. In Zukunft werde ich eure Worte auf die Goldwaage legen. Bitte zeigt euch nicht abgeneigt. Ich brauche das Päckchen.
Einverstanden. Hand drauf, ihr trefft mich hier in der Taverne, wenn ihr es habt. So. Reisender. Die Reisenden brauche ich gar nicht ansprechen. Aber ich sollte hier vielleicht langsam mal einen Cut machen. Ich bin schon viel zu lange dabei. Ja, dann sage ich mal, hoffentlich ist das Escape richtig. Jawohl. Spiel speichern. Ja, speichern. Na? So. Und dann sage ich mal, tschüss.